Traurig, weil der könnte doch vielleicht ein bisschen besser sein. So, mal gucken. Nach der Qualität springt er seine Dreifahrt. Das schauen wir doch mal. Qualitätssprengler, was kann der denn? Bewässert jeden Morgen 8 Felder um sich herum. Ja, das ist doch schon mal. Das klingt doch so was nach das, was wir brauchen. Problem ist, ein Eisenbarren, ein Goldbarren und ein vereinfachter Quarz. Ja, gut. Ja, moin. Na, das wird auf jeden Fall schwierig. Oh, das sind unsere Kürbisse fertig. Ja, Mensch, die sehen noch drall und prall aus. So, wie wir uns die wünschen. So, wie wir uns die wünschen. Ja, sparen, ja. Ja, geht mir ja nicht um sparen. Das ist eher die Sache, wo kriegt das Gold her? Dass man immer wohl Eisen herkriege. Ja, aus der Mine wahrscheinlich nur tiefer, ja. Das wäre wahrscheinlich sogar. Ja, sprinkeln wir hier noch. So. Oh, einen goldenen. Den goldenen heben wir uns natürlich für unsere Ernte auf. Zack. Kommen wieder unsere Qualitätsprodukte rein. Ja, 30 bin ich ungefähr. Zack. Einen geben wir natürlich noch ab. Hier haben wir schon gewässert. Ja, da geht noch viel, ja, ist mir schon bewusst, aber ne, geht halt nicht so einfach. Ich bin ja hier auch noch relativ am Anfang, Freunde, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen, ne? Aubergine braucht man nicht mehr, ne? Alle Speisekammer Herbst. Ne, Aubergine haben wir schon abgegeben, also die können wir verschachern. Oh, zack. Ja, klar geht da noch ein bisschen. Ne, das ist ja, steht ja außer Frage. Ah, dem Spiel hat man alle Zeit der Welt, ja eben. Also ich meine, ich spiele jetzt auch noch ein bisschen schneller. Ich will noch schnell den Hühnerstall mit fertig machen und dann uns noch neue Hühnchen kaufen. Und dann wird das für mich, zumindest für den Mittagsstream. Heute Abend bin ich dann auch wieder am Start, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja trotzdem immer noch mit verworfenen Frames. Da rennt der Apfel wieder weg. Oh, da hängt ein Zettel an der Wand. Da rennt der Apfel hier wieder weg. Tschüss. Freundschaften. Bündelkoch. Hast du die Belohnung vergessen? Nee. Nicht, oder? Oh, ein Bienenhäuschen. Das ist ja ganz knorke. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Brauchen wir nämlich nicht selber machen. Hat sich ja gelohnt. Jetzt haben wir noch einen Kürbis.
Den können wir irgendjemandem geben. Erstmal gehen wir hier in das Häuschen. Ja, servus. Bin's der Gunder. Nein. Na gut. Na komm. Pflanzen wir wieder drei Kürbis. Pflanzen wir drei? Ja, drei. Naja, pflanzen wir wieder drei Kürbisse an. Ist ja auch nicht so verkehrt jetzt erstmal. Was haben wir hier für Zettel am Ding? Aushilfe gesucht. Jemand, der 30 Kupfererz bringt. Jetzt ist mein nicht so das Interesse dran. Oh, dann pflanzen wir unsere Kürbisse nochmal neu. Hier liegt was. Können wir mitnehmen. Darf sie Kupfer behalten? War gut. So. Gut, ne? Dann schauen wir jetzt mal. Ja, so eine Mission, die rennt ja nicht weg und aktuell haben wir ja eigentlich relativ viel Geld. Ich weiß gar nicht, ob die einen Kürbis mag, aber wir bringen ihn dir den einfach mal. Junge Mani! Ey, ist das Wetter so? Guck aufs Fenster, dann weißt du das. Kam nur ein verschmähendes Danke dir. Ich glaube, das hat dir nicht so gefallen. Aber es hätte schlechter sein können. Kann die Haselnüsse einpflanzen? Mit meinem, ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich vermute jetzt einfach mal ganz stark nicht. Nee. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich will jetzt auch keine Hand ins Feuer legen. Oh. Naja. 700 haben wir gemacht. Ich meine, früher haben wir uns über 700 gefreut. Heute ist 700 ein schlechter Tag. Aber wir haben jetzt auch nicht geangelt und so. Und es regnet. Regen ist immer gut. Warum wir nämlich nicht gießen? Und unser Hühnerstall ist fertig. Ja, Mensch. Unser Hühnerstall ist fertig. Ging ja schneller als erwartet. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir uns die Hühner kaufen können. Bis der Laden offen ist. Und dann haben wir 8 Hühner. Nee, ich will die nicht heiraten, ich will nur an die Unterhose vom Haus, vom Bürgermeister ran. Am Morgen ist das Fest schon. Ja gut. Ach, wir können jetzt auch... Okay, wir können jetzt auch selber Hühner. Wir kaufen uns jetzt noch 2 Hühnchen. Wenn wir ein Ei haben, können wir das nämlich jetzt hier auf die Brutstätte legen. Hier. Und dann schlüpft daraus selber ein Hühnchen. Ja Mensch, da brauchen wir, holen wir uns nur 1 oder 2 Hühnchen. Würde ich sagen. Würde ich jetzt einmal mal behaupten. Naja, ich habe ihr einen Diamanten geschickt. Just Cry, da war sie eigentlich relativ entzückt, sage ich jetzt mal. Also kam ein Herzchen. Ist ja immerhin.
Der Mann aus dem All grüßt dich. Moin, da müssen wir hier erstmal warten. Mir mag die Eier sehr gerne. Ja, ich könnte mir das so vorstellen. Ist ja aber auch erstmal nebensächlich. Ich will ja erstmal nur in die Unterhose des Bürgermeisters. Das klingt irgendwie falsch, aber es ist so. Und letzten Endes möchten wir ja halt auch erstmal noch unsere Dinger kaufen. Ansonsten fahren wir heute nicht. Und wir schauen uns dann, würde ich sagen, noch morgen das Fest an und dann wartet für den Mittagsstream. So. 9.30 Uhr ab rein hier. Hier Bedarf. Was gibt's denn hier so? Hier gibt's noch ein Heizgerät. Halte deine Tiere im Winter warm. Milchkühe, Schafstiere. Heu, gut, Heu brauchen wir nicht. Enten. Die Ente kostet 4000. Was kann man denn mit der Ente machen, Alter? Bringen die größere Eier, dass sie irgendwie mehr bringen? Weil man ein Huhn kostet 800. Jetzt im Vergleich zu der Ente. Das ist ja doch schon ganz schön eine Frechheit. Weiß das jemand von euch? Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Enten legen jeden zweiten Tag ein Ei. Der erste Herbst bei mir. Deswegen die Frage, weiß einer, was Enten drehen? Sag mal, eine Ente kaufen wir uns mal. Eine kaufen wir uns mal. Wie wollen wir die Ente denn nennen? Simon ist ein Huhn, Alter. Wir nennen sie Sandy. Sandy die Ente. So. Ja, Sandy die Ente. Wunderbar. Dann kommen wir uns noch ein Hühnchen. Ein braunes Huhn wieder. Ja gut, ein braunes Huhn ist für mich männlich. So, dann ist das hier Simon. Simon hat Hühnchen. Haben wir jetzt auch. Simon ist aber noch ein kleines Hühnchen. So. Wunderbar, aber Enten und Hühner gekauft. So haben wir immer noch 11.000. Also wir kommen eigentlich von unserem Geld eigentlich gerade gar nicht weg. Ach, Balls haben wir auch noch, Alter. Der wird auch noch ein Huhn, Alter. Der wird das nächste Huhn, was wir ausbrüten. Der wird das nächste Huhn, was wir ausbrüten, wird Balls, Alter. Junge, ist schon vereinbart. Aber wir können ja noch sogar noch was hier. Wir haben gar nicht gelootet hier, Mensch. So. Mais haben wir ja schon in unserer Galerie. Boah, es wird ein Schaf. Oder eine Kuh, Alter. Je nachdem. Muss man mal langsam hier. So, 1000 für die Eier. Also, das hat sich ja schon mal gelohnt. Das hat sich ja schon mal rentiert. Ja, das hat sich wirklich schon mal rentiert. Das Hühnchen kräht. Wunderbar. Heute gibt es wieder satte Ernte.
So, dann haben wir den Kohl. Den Kohl, den dürfen wir nicht verkaufen. Den müssen wir behalten. Dann holen wir uns erstmal Wasser. Gießen hier erstmal. So. Dann werden wir bei dem Bienenstock da machen müssen, dass da Bienen kommen, aber ich denke mal, im Herbst kommen eh keine. Aber wir haben den erstmal. Erstmal unsere Farm wieder reparieren hier. Boah, haben wir aber einige kaputt gegangen. Ja, ich glaube, die Bienen kommen von alleine, aber du musst. Fällt natürlich alles ins Wasser. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Finde ich umsonst den Baum abgeholzt. Auf 14 Dinger reichen. Alles nichts kaputt. So. Hoppla. Natürlich ausgerechnet jetzt kaputt gehen. So ein Farmspiel, sage ich jetzt einfach mal. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und den Senfkohl nehmen wir auf. So. A new follower. Kann man da mehrere reintun? Nee, kann man nicht. So, haben wir 6 Heu. Ja, ja, das Fest ist heute. Das machen wir auch noch mit. Benja, ist auch Dankeschön für dein Follow. Haben wir das hier gegossen? Ja, haben wir. So. Dann brüten wir schon mal Balls aus, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, ob wir 7, 9 Sachen haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins, zwei, drei.
darf es nicht geben. Ich gebe das. Du bist gerade ausgebrütet. Du kannst doch nicht sprechen. So, dann schauen wir uns das Fest noch an. Haben wir unsere neuen Sachen bei. Mal gucken. Okay, da kann man noch was tauschen. Ganz oben haben. Gorilla, Alter. Alles so einfach. Bisschen langsam. Gorilla, Alter. Ich glaube, höher als Gorilla geht's nicht. Sind auf jeden Fall andere Fische. Hast du die Fische behalten? Ich weiß noch nicht. Oh, da gab es 180 Sternmarken. Achso, ihr wolltet nochmal sehen, was das Schwächste ist. Okay, probiert mal. Alfredo-Soße. Was haben wir hier? Spielen wir auch mal. Musik hier machen. Ja gut, ne? Ist ein bisschen doof. So ein bisschen komisch. Wenn du zielen musst. Muss ich mit der Maus so komisch drehen, ne?
Okay. Das war nicht so gut. Du musstest nach hinten die Maus machen. Das war ein bisschen komisch. Das war nicht so schön. Okay, da brauchen wir noch. Dö. Kann man die behalten fürs nächste Jahr eigentlich? Ach, hier muss ich mal eins reinlegen, ne? Nein, nur den zweiten. Ja, den zweiten Platz. 500 Sternmarken, damit können wir uns den Hut kaufen. Können wir uns den Hut kaufen? Können wir uns den Hut, Alter. Und die Blumen. Ja. A new follower. Oh, hier ist noch eine Wahrsagerkugel. Thank you.
Ja, das Spiel ist wirklich relaxed, definitiv. Ziehen wir uns den lässigen Hut an. Können wir jetzt wieder gehen? Okay, das Fest endet sobald ich... Gut, dann können wir die Sachen hier sogar noch verkaufen. Da können wir nämlich sogar noch ein bisschen Geld. Die Blume nehmen wir natürlich auf. Die stellen wir uns... hierhin. So. Platz gefunden. Haus zu klein. Warum größeres Haus? So, wieder 3000 Kröten gemacht. Wunderbar. Dann notiert sich Claudi nämlich alles gleich. Ah, okay, das bringt Geld, das bringt Geld. Das können wir verkaufen. So. Oh, da haben wir Honig. Da haben wir Honig. Nein. So, wir wollten ja aber eh aufhören. Deswegen ist es eh egal. Ich wollte noch mal gucken, was hier so am nächsten Tag am Bach ist. Und dann gucken wir mal noch nach den Hühnern. Vielleicht ist ja Bald schon geschlüpft. Nee, Balds brütet noch. So, wir machen jetzt hier ja auch nichts mehr, sondern... Kann man eigentlich gucken, wie viel Fressalien man drin hat? Heuband 214 von 2... Ja gut, mehr als genug. Aber wir brauchen halt natürlich auch ein bisschen was über den Winter. Nämlich persönlich würde mal interessieren, was so Honig bringt. Können wir jetzt aber nicht testen, weil wenn wir jetzt halt speichern, dann ist das natürlich gespeichert. Dann sind die Hühner wieder mad. Deswegen lassen wir das hierbei. Wir haben ja gespeichert. Und gehen zurück zum Desktop. Um.